mein Gott, was? Na Dot, wir sind da! So, Auftrag ausgeführt. Gute Arbeit, Kapitän. Wie lange brauchen wir noch bis Nahodotsk? Nur ein paar Stunden, Mal. Noch ein Eisberg? Nein, das kam diesmal vom Heck. Wir sitzen fest. Herr im Himmel. Sehen Sie nach, was uns auffällt und machen Sie Meldung. So, und damit erstmal herzlich willkommen zurück zu Siberia 3. Ich glaube es nicht. Es gibt zwei Sachen, die ich nicht glaube. Einmal, dass es wohl tatsächlich dieses Seemonster gibt, dass das eine Krake ist. Sagt man eine Krake oder einen Kraken? Das weiß ich nie, aber okay, ich quatsch die mal eben an. Gute Enden, großer Fehler. Sagt Kirk. Du solltest tun, worum dich der Captain gebeten hat, Kate Walker. Wir verlieren Zeit. Ja, alles klar. So, und das mit den Eisbrechern hat jetzt auch funktioniert. Ich habe gerade, als ich die Aufnahme gestartet habe, noch ein kleines bisschen rumprobiert. Ich habe nicht in eine Lösung geguckt, also ihr wisst, wie das ist. Wenn ich mal in eine Lösung gucke, sage ich das auch immer dazu. Habe ich tatsächlich nicht. Ich habe ein bisschen probiert und verstanden. Habe ich das nicht so wirklich, aber wir haben es jetzt und ich bin froh. Krak, badabum, was ist das? Also bist du wieder da, um die Sache zu beenden, du Bastard! Danke, Kapitän. Bis dann, Kate! Dieser Bastard wird von den Positionslichtern angezogen. Wir müssen sie sofort abschalten! Okay, Maschinenraum, wie? Können Sie mir sagen, wie ich die Positionslichter ausschalte? Zerbrechen Sie einfach die Glühbirnen! Verdammt! Und Sie? Ich versuche, den Motor wieder zu starten und uns hier wegzubringen. Viel Glück, Mart! Okay, zerstören Sie die Lichter auf der Brücke. Leute, ich bin wirklich überrascht, dass es das Seemonster tatsächlich gibt. Und vor allem bin ich noch viel überraschter, dass es wirklich lebendig ist. Ich hatte vermutet, wenn es hier wirklich sowas gibt, dann ist es bestimmt was Mechanisches oder so, dachte ich. Aber nein. So, was jetzt genau für Lichter? Die Lichter auf der Brücke. Ja, Brücke ist ja hier anders definiert, als man normalerweise eine Schiffsbrücke definiert. Aber okay, ich denke einfach mal, die da vorne sind wahrscheinlich damit gemeint, die riesigen Scheinwerfer, die das Seemonster aber nicht unbedingt anstrahlen, aber trotzdem, klopp einfach mal drauf. Achso, nee, sie muss kurbeln. So, sie kurbelt das erstmal runter, um das Ganze dann zu zerstören, oder reicht es schon so? Okay, sehr gut. Bisschen umständlich, dass man das Ganze jetzt hier komplett nach unten drehen muss, aber okay. Wow, dieser wunderschöne Blitz da gerade im Hintergrund. Na gut, kommt jetzt mal wenigstens... Oh, oh. Oh, dankeschön. Kommt jetzt hier mal wenigstens ein bisschen Action in die Sache. So, ich weiß nicht, ob da oben noch ein Licht ist. Ich gehe erstmal hier den Eisberg sehen auch.
Dazu muss ich sagen, ich habe die höchste Grafikeinstellung. Das ist beautiful. Das ist sehr beautiful. So, dann hauen wir wieder drauf. Kate, das kannst du doch so gut. Wie aufgeregt hier die Yukol hier rumwatscheln, ne? Finde ich echt gut. So, ich gucke jetzt trotzdem... Ja, ich gucke jetzt trotzdem nochmal vorsichtshalber hier oben. Ob da zufällig noch... Ja, da ist sogar noch ein Scheinwerfer. Okay, so, wahrscheinlich noch zwei auf der anderen Seite und eventuell sogar noch auf der anderen Seite. Nein, Kate, nein, tu es nicht. Sogar auf der anderen Seite des Schiffes vielleicht noch, kann ich mir vorstellen. So, setz dich in Bewegung, wir haben es eilig. Unseren Straußen darf nichts passieren und den Menschen hier natürlich auch nicht. Es klemmt fest. Oh nein, nimm so eine Kiste. Kletter auf die Kiste. Die stehen da gerade schon so schön. Geht doch bestimmt, oder? Kann ich die schieben? Ja, das geht sogar. Okay. Ich muss einen Weg finden, diese Kiste zu verschieben. Ja, komm. Gib Gas. Ja, das geht sogar. Der kleine Yukol. Warum gehen die nicht rein? Die können doch hier sowieso nichts ausrichten. So, kletter mal hoch. Ach, Kate. Ach, Steuerung. Ach, Trottel Tasmani. So, jetzt aber. Erstmal wieder runterkrabbeln. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Läuft in die falsche Richtung, meine Liebe. So, haben wir hier noch irgendwo einen Scheinwerfer? Da! Hilfe! Frau Kate Wocke! Ja, Kate Wocke tut ihr Bestes. Aber hier, hier vorne direkt. Oh oh. Oh oh. Ja, das war klar. Kommen wir so nicht hin, ne? Ich komme nicht an das Licht, solange das Monster sich darauf konzentriert. Na, super. Hätte ich vielleicht noch, ich überlege gerade, ein anderes Licht anlassen können, Tuch. Was war das hier nochmal für ein Tuch? Ach, wir können irgendwo Feuer machen, ne? Tuch ergibt jetzt keinen Sinn. Das ist nicht. Nee, wir könnten irgendwo ein Feuer machen. Ja. Unmöglich. Das wäre jetzt noch eine Option. Du kommst da so nicht hin. Okay. Naja, irgendwo ein Feuer, dass das Vieh abgelenkt ist. Die Frage ist gerade nur, wo, ne? Was haben wir da noch so? Nichts. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, wenn das in irgendeiner Art und Weise auf... Ah, Moment, auf Licht reagiert. Was ist denn hier noch? Da war doch gerade noch was, aber nur zum Anschauen, ne? Da. Leer. Was? Wie leer? Was ist denn das? Und wie weit kommst du nach vorne? Kommst du irgendwo hier an den Rand? Ja, bis hierhin kommst du. Okay. Ja, gut. Feuer machen. Vielleicht. Ja, ist ja gut. Haben wir vielleicht irgendwo eine Art Fackel oder. Das reicht ja nicht aus, ne? Eine kleine Fackel. Ist doch echt blöd. Das hätte sie sich doch mal vorher überlegen können. Bevor sie die anderen Scheinwerfer ausgemacht hat. Hätte ich die irgendwie abgelenkt oder so. Aber okay, dann gehe ich mal rein und quatsch mal mit Ayahuasca und Kirk. Vielleicht haben die eine Idee, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe echt das Gefühl. Kate ist hier in diesem Spiel sehr auf sich allein gestellt. Die anderen machen irgendwie gar nichts. So, Leute. Geist des Sees will Yukol bestrafen. Ja. Geist will Rache. Ja. Wir zählen auf ja, dich. Ja, natürlich zählt ihr auf mich, klar. Was ist mit dir da hinten? Dir kann ich nicht quatschen. Unten im Maschinenraum. Im Maschinenraum haben wir die Kessel. Ob uns das irgendwie weiterhilft mit Streichhölzern? Ich kann ja mal runtergehen. Ich kann ja mal runtergehen und gucken, aber wahrscheinlich eher nicht, oder? Aber hier war auch noch eine Art Schreibtisch. Eventuell ist da jetzt was? Nein. Schreibtisch? Hm. Wohl eher Werkbank oder so. Ja, Nanometall. Das ist ja gut. So, da haben wir durchgeschaut. Das bringt uns aber jetzt auch nichts. Bald herrscht hier Chaos. Okay, ich muss mich beeilen. Aber die hätten da drin rein theoretisch Feuer, bringt mir aber nichts. So, und hier sind die Kessel, ne? Kannst du da nicht. Doch, du kannst.
uns dahin? Nicht so wirklich. Nee, bringt uns nichts. Also, es kann natürlich sein, dass wir wieder zum Kapitän müssen und der irgendwie eine Idee für eine Ablenkung hat. Vielleicht kann der auch ein waghalsiges Manöver irgendwie fahren oder so. Ja, keine Ahnung. Aber es sieht ja fast so aus, als würden wir etwas brauchen, was wir beim Seemonster benutzen können. Da wird mir halt echt nur irgendwas mit Feuer einfallen, ne? Aber gut, quatschen wir ihn mal an, sofern er noch hier rumsteht. Ja, tut er. Was machen Sie hier? Ja, ich suche Hilfe, weil ich wieder ganz auf mich allein gestellt bin und absolut keine Ahnung habe. Wir können uns das ja mal anschauen. Ist da irgendwas Besonderes an den Streichhölzern? Haben wir uns auch schon angeschaut, ne? Sonst würde sie ja noch mal was dazu sagen. Was ist mit dem Tuch? Sagt sie da irgendwas? Mein altes Tuch. Nach all unseren Erlebnissen fällt es mir schwer, mich davon zu trennen. Hä? Hast du das nicht? Was zur Hölle? Hat sie das nicht von der Sarah bekommen? Was soll ich denn damit? Ja, was soll's denn damit? Ist da überhaupt noch was drin? Aber das Schamanengetränk auf das Seemonster kippen, ich weiß ja nicht. Wir gucken jetzt noch mal hier vorne, ob da noch was ist. Wie wär's da oben mit dem Gewehr? Sieht aus, als wären Reparaturen nötig. Schade. Das Gewehr hat er ja schon eingesteckt, ne? Hilfe! Hilfe! Ja! Ich tue, was ich kann. Ich tue echt, was ich kann. Ich suche hier alles nochmal ab, aber nein. Ja, dann muss es irgendwas draußen sein. Vielleicht gehe ich nochmal... Gehe ich nochmal tatsächlich hier vorne raus, gucke mich oben nochmal um. Und dann laufen wir einfach nochmal beide Seiten vom Schiff ab. Irgendwo muss hier was zu finden sein. Moment, jetzt kann ich mit ihm quatschen. Stammus Geister, um Vergebung ja, ist bitte. Ja gut. So, fangen wir einfach mal hier vorne an. Gibt es denn irgendwas, was wir machen können? Nein. Können wir jetzt hier vorne... Na, auch Kate. Okay, hier ist hier oben. Ich wollte gucken, ob ich da rein kann, weil da ist ja noch eine Tür. Hier ist gar nichts mehr. Hier ist gar nichts mehr. Mülleimer? Nein. So, dann geh doch mal genau dahin. Nee, nee, da können wir nicht rein. Ach, doof. Ja, was soll ich da benutzen? Also Licht und Feuer ist gerade wirklich das Einzige, was mir einfällt. Oder aber die Kiste, das ergibt ja überhaupt keinen Sinn, wenn sie die überhaupt noch schieben kann. Ich gehe aber nicht davon aus. Nee, hier funktioniert es nicht mehr. Was mit der Kiste? Nee, auch nicht. Okay. Ja, Kate Walker. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was genau sagt sie? Sagt sie das überhaupt nochmal? Nee, ne? Kein Dialog mehr. Aber sie hat gesagt, ich komme da nicht hin. Ich muss die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, glaube ich. Das ist nicht richtig. Ja, wir können es... Wir können es alles ausprobieren, ergibt aber keinen Sinn. Auf keinen Fall. Nein, natürlich nicht. Messer ergibt keinen Sinn. Broschüre, totaler Schwachsinn aus dem Herz. Totaler Schwachsinn. Haben wir noch irgendwas, was wir lesen können, was uns hilft? Nein. Doch, Moment mal. Moment mal, also RB, Notiz von Dr. Nein. Kapitän Obos Logbuch, genau. Ich möchte da mal eben gerne reinschauen. Ja, war das hier, um zu wissen, ob da irgendwas drin stand, wie sich das Monster ablenken lässt. Hatte der irgendwie sowas geschrieben? Diese Zeilen seine Augen. Ich sollte am Anfang der Geschichte beginnen. Ohne Albträume. War nie klar, wie dem auch sei, als war sie im Bohr. Nein. Nein, da ist es nicht. Blättern wir nochmal eben weiter. Was hat er hier? Waren nur viele Menschen überlebten? Nee. Rettungsmannschaft? Nee. Jeder, der heute meinen Namen ausspricht? Nein. Schädliche Strahlung. Nee, nee, da steht gar nichts. Ja, ich werde das Unglück, das ich angerichtet habe. Nee, nee. Niemand wird mir vergeben. Nein. Gut. Also hier absolut kein Hinweis. Gab es noch eine Seite? Ja. Keine Lügen mehr. Jetzt, wo ich zum Ende dieser Zeilen komme, Zündschlüssel. Ich sehe die Wodkaflasche. Nein. Also nichts, was uns irgendwie weiterhilft. Aber es war auf der ersten Seite. Da war die Rede von dem Monster. Rote Augen. Ich sollte wohl am Anfang... Nee, da ist es wirklich nicht. Tiefen Schlaf ohne Albträume. Nein. Ich muss sagen, zu der Zeit war ich junger Wolf. Nein, 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 nein. Okay. Das bezieht sich alles nicht. Ist so krass hier auf das Seemonster. Ja, blöd. Moment, was liegt denn da? Was liegt denn da?
das eben... Ah. Lea. Lea, was ist denn das? Ist das die Flinte? Lea. Ach so, kann er irgendwie helfen? Da! Ja. Hilfe, Frau Kegelmann! Ja. Ja, manchmal ist es ja auch nicht ganz unwichtig, wie so die Kameraperspektive ist, dass man dann gewisse Dinge sieht. Also, dass es jetzt gerade das Gewehr war, habe ich zum Beispiel vorhin nicht gesehen, als sie sagte, es ist Lea. Wusste ich nicht so wirklich, was gemeint ist. So, Rettungsboot. Ja, jetzt sind wir einmal komplett rumgelaufen, ne? Keine Ahnung. Ich habe wirklich das Gefühl, ich sag's immer wieder, aber das Spiel ist schwierig. Sagen wir es mal so. Ich habe mit dem Kapitän gesprochen. Ich war im Maschinenraum. Ich habe mit den Yukol gesprochen. Moment, ich überlege gerade die Aufmerksamkeit irgendwie. Mit dem Grammophon hier Musik spielen, fällt mir gerade ein, wo ich die Lautsprecher da oben sehe. Ich kann hier draußen nichts machen. Ich gehe jetzt nochmal rein. Vielleicht hat irgendjemand anders... Was passieren, wenn Stammgeister missacht? Irgendjemand anders hier einen Hinweis? Geist will Rache. Nee, nee. Quatschen alle nur das gleiche. Kirk? Na ja. Wir zählen ja, auf dich, Kate Walker. Was mit dir? Stamm hätte ja. Route nicht ändern sollen. Nein, die machen gar nichts. Moment. Überlegung. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Können wir nochmal machen? Ich setze aber keine großen Hoffnungen darauf. Und zwar ist das, den Eisbrecher nochmal zu bedienen. Ich weiß ja nicht, keine Ahnung, inwieweit uns das... Wo waren das? Nee, war das gar nicht. Inwieweit uns das... Okay, jetzt dreh dich... Okay, ich hasse Treppenlaufen in dem Spiel. Inwieweit uns das weiterhilft, weiß ich gerade nicht, aber... Ist denn hier sonst noch was? Nein. Ich gehe da jetzt einfach nochmal hin und probiere mein Glück, weil ansonsten... Keine Ahnung. Die Aufmerksamkeit woanders hinlenken? Ja, wie... Nee, das sieht nicht so aus. Nee, nee, als könnte ich hier noch was machen. So, da war auch nichts. Ja. Und mal wieder steht man auf dem Schlauch. Da das jetzt in letzter Zeit so oft vorkam, ich zweifle gerade mal wieder an mir, ob ich irgendwie, weiß ich nicht, in den letzten 4, 5 Tagen durch irgendetwas sehr dumm geworden bin. Ist irgendetwas mit mir passiert? Habe ich zu viele Drogen genommen? Nein, Leute, ich nehme keine Drogen, aber habe ich irgendetwas getan, dass mein Gehirn nicht mehr voll leistungsfähig ist? Ich weiß es nicht. Oder ist es echt einfach nur doof? Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal eben kurz auf die Uhr schauen. Ja, gut, ein paar Minütchen haben wir noch. Ich möchte es hinbekommen. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Wirklich nicht. Ich kann es euch mal wieder nicht sagen. Habt ihr jetzt hier alles erkundet? Ich meine, so groß ist das Schiff nicht, ne? Ich kann mir wirklich nur vorstellen, es ist irgendeine Ecke, in der der Kamerawinkel nicht richtig war, sodass es auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist. Sieht aus, als wären Reparaturen nötig. Schade. Okay. Nee. Hier ist nichts, nein. Gar nichts. In diesem Kästchen da irgendwas, nein. Ich gucke jetzt nochmal hier, ob wir irgendwas steuern können von hier aus, weil mit ihm sprechen können wir nicht. So können wir schon, aber... Gehen Sie die Scheinwerfer zerstören! Habe ich. Ich hab die... Es will nicht wieder anspringen. Was machen Sie hier? Ich hab die Scheinwerfer zerstört. Habe ich einen... Ach ja, nee. Ja, ich habe ja den einen noch nicht zerstört, klar. Natürlich. Okay. Ich gucke jetzt, ob es aus irgendeiner Perspektive die Möglichkeit gibt, an diese Tentakel heranzukommen. Hier vielleicht. Kannst du da draufhauen oder so? Ist jetzt brutal, aber... Ja, aber der ist doch so nah. Warum haut sie da nicht einfach mal drauf? Was ist hier mit der Kette? Kann ich da... Da komme ich nicht mal. Zwischen, okay, du kannst da zwischendurch laufen oder etwa nicht.
Ah, Moment, ich habe es gesehen. Kann ich? Nein, kann ich nichts. Ich dachte, dass da vorne dran wäre irgendwie eine kleine Klappe oder so, dass ich da was machen könnte, aber nein. Das war das Gewehr. Es ist leer. Leer. Ja, du findest ja hier auch nirgendwo Patronen. Ich meine, dann hätte ich die auch schon gesehen. Ne? Irgendwas mit den Tentakeln anstellen. Wie weit kommst du hier in die Ecke? So weit. Kommst du hier unten hin? Nein. Die Fliegen sind immer noch ganz aufgeregt hier oben, anstatt mal reinzugehen. Ja, vor allem kann sie denn nicht diesen Stab oder Brecheisen, was auch immer das sein soll, was sie da hat, kann sie das nicht irgendwie nutzen und... ist 100 pro irgendwo die Kameraperspektive wirklich jetzt. Die kleinen Lampen kann ich nicht zerstören. Es ging nur um die großen Scheinwerfer und die sind alle aus. Kann ich hier was machen? Nein. Was ist das hier? Kann ich da was machen? Nein. Ich gehe jetzt nochmal nach oben. Hier noch mal ein bisschen an der Kamera drehen. Was ist das? Gar nichts. Der ist schon kaputt. Okay. Und was ist da unten? Ein kleiner Stromkasten oder so? Nein. Da können wir nichts machen. Okay. Jetzt bin ich hier gleich wieder einmal rumgelaufen. Das gibt es doch nicht. Da ist der Schacht für die Kohle. Da ist das Ventil. Also nicht Ventil, aber das Rad. Es ist Monster von See. Kila. Ja. Ich weiß, hier sind Kisten. Leute, das muss was mit dem Tentakel hier sein. Schaut mal, das ist die einzige Stelle, an der das so nah ist. Ja, das, da muss man noch was machen können. Schaut mal, das ist so nah. Okay, hau da drauf. Hier irgendwie nach oben die Kamera drehe oder noch weiter zur Seite? Nee. Kann ich das? Ich kann ja auch so nichts benutzen. Besser. Nee, nee, beobachten. Nee, nee, geht ja nicht. Es ist Monster von See. Ja. Kila. Ja, ja, ja. Hier, kann ich da? Schaut mal, hier ändert sich dann die Perspektive. Hat das was zu bedeuten? Wahrscheinlich nicht, ne? Guck mal, das ist die einzige Stelle mit dem Tentakel. Kannst du irgendwie über die Boote klettern? Ich weiß ja nicht, da in der Kiste ist nichts mehr. Okay. Liegt noch irgendwo was auf dem Boden, was man vielleicht aufgrund der Regentropfen noch nicht so erkennt, weil... ja, weil das andere auch mal durch Punkte dargestellt ist. Ich komme nicht an das Licht, solange das Monster sich darauf konzentriert. Solange sich das Monster darauf konzentriert. Das vielleicht irgendwie kaputt schießen wäre auch noch eine Option, wenn das Gewehr jetzt nicht leer wäre. Uns hier hinstellen, einmal draufballern und dann ist gut. Ich habe ja alles schon probiert. Was, nee, ja, was bringt mir das, es jetzt nochmal zu probieren? Außerdem, ja, ich muss hier was benutzen. Das heißt, ich kann mich nicht mal einfach hier hinstellen und schießen. Aber das Gewehr, ich kann es auch nicht mal aufheben, ne? Leer. Ja. Könnte irgendjemand hier Patronen oder so haben? Nein, wer? Die Jukol? Ich habe doch jetzt auch schon alle angesprochen. Das ist wahrscheinlich wieder... Lösung ist wahrscheinlich wieder super einfach, aber... Wir können ja auch den Jukol nicht sagen, dass die irgendwie rauskommen sollen, alle, dass sie das Monster ablenken oder so. Das geht alles nicht. Das
geht alles nicht. Habe ich hier... Pass mal auf, was liegt denn da hin? Was liegt da? Weiß ich nicht. Habe ich hier in den Sitz rein? Vielleicht was übersehen. Pass mal auf. Oder aber, oh nein. Was ist das? Hier war gerade was. Hier war gerade was. Habt ihr das gesehen? Moment. Geh nochmal zurück, Kate. Seht ihr? Kameraperspektive. Hier war gerade was. Ich habe es ganz genau gesehen. Da. Was? Was? Ja. Das gibt's doch nicht, oder? Okay. Da sind jetzt Patronen drin, oder was? Oder was ist das hier? Leucht? Ja. Leuchtrakete. Oh Mann. Ich bin hier doch jetzt die ganze Zeit, ja, das heißt die ganze Zeit, aber ein paar Mal lang gelaufen. Ja gut, aber wir machen jetzt noch ein paar Minütchen. Ich habe das Gefühl, die Folgen werden sowieso immer länger, weil ich so ewig brauche und ja nicht nur in einer Folge irgendwie komplett festhängen möchte. Deshalb überziehen wir da einfach mal und ab geht's jetzt. Mann, Mann, Mann. So, da war mein erster Gedanke von wegen Feuer bzw. Licht gar nicht mal so übel. So, ist es weg? Das gefällt mir nicht. Sieg. Ich sag mal Sieg. Wir haben es geschafft, Kapitän. Na, wer weiß. Ja, glaube ich. Fürs Erste. Okay, doch nicht. Nicht mal fürs Erste. Okay, das war nicht gut. Mein Gott, dieser Bastard zieht uns runter. Ich dachte, wenn wir die Positionslichter zerstören, können wir davonkommen. Ich auch. Jetzt müssen wir was anderes versuchen. Na, er meint wohl, ich muss was anderes versuchen. Stoppen Sie die Maschinen. Es muss der Motorlärm sein, der es anzieht. Ich bereite den nächsten Teil. Welchen nächsten Teil? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Gehen Sie! Okay. Schalten Sie die Maschinen der Kristall ab. Okay, okay. Ja, das ist auch... Ich will nicht immer mehr kennen über das Spiel. Will ich gar... Kate. Kate, du hängst dazwischen. Kate, du hängst dazwischen fest. Hallo? Komm ich da jetzt... Sag mal. Okay, ich nehme den anderen Weg. Ich will nicht immer meckern, aber... Das ist... Echt doof? Es wird uns versenken, ja, wenn ich die Maschinen nicht so schnell wie möglich stoppe. Ja. Das ist auch echt doof, dass solche Sachen wie jetzt gerade der kleine Koffer, dass das dann erst später angetriggert wird. Ne? Also Maschinen jetzt im Sinne von oben die Maschinen oder unten Kessel und so. Wahrscheinlich oben die Maschinen, oder? Ich weiß nicht. Egal. Wir probieren beides. Ja, dass dann erst so Sachen nach und nach kommen. Ne? Das hätte doch jetzt von Anfang an, seit wir auf dem Schiff sind, hätte doch der Koffer... da sein können. Wir hätten die Leuchtrakete ausgepackt, hätten die im Inventar gehabt. Also ich habe lieber ein super volles Inventar. Hilfe! Doch nicht hier die Maschine, oder? Ich habe lieber ein super volles Inventar und weiß nicht, was mit den Gegenständen anzustellen ist, als dass ich ein leeres Inventar habe und gewisse Dinge immer erst dann aufnehmen kann, wenn ich sie tatsächlich brauche. Weil man halt dann oft der Meinung ist, ach ja, da war ich schon, das habe ich alles schon erkundet und ja, plötzlich ist da was, ne? Und es kann jetzt natürlich auch sein, dass hier später in 3 weiteren Folgen noch was anderes ist. Aber okay. So, stoppen Sie die Maschinen. Ja, das da ist jetzt nur der Eisbrecher. Da kann ich ja eh nichts mehr machen. Was mit dir? Hallo? Schnell! Oder Strauße verloren! Ja, ja. Aber wo sind hier tatsächlich die richtigen Maschinen? Nee, nee. Das sind ja nur die Kessel. Kann ich hier hinten irgendwas machen? Es kann natürlich auch sein, dass jetzt wieder... Kann ich hier durch? Ja. Dass jetzt wieder da vorne irgendwie was dazugekommen ist, dass ich hier jetzt weiter kann. Ich weiß ja nicht. Stoppen Sie die Maschinen. Ich finde das echt undurchsichtig. Ja.
Das war's mit den Maschinen. Hoffentlich lässt uns das Monster jetzt in Ruhe. Okay, ja. Hätte man... Ich weiß nicht, hätte man doch vorher auch anzeigen können, oder? Dass da einfach steht, hier werden die Maschinen aus- und angeschaltet oder so. Halt der kleine Hinweis, weil es auch so blöd ist, wenn man jetzt versucht, das auf die Realität zu übertragen. Ist ein Spiel, aber ne, trotzdem. Dann so plötzlich, ja, plötzlich ist irgendwas da, was ich mir anschauen kann. Aber gut, wir haben es geschafft, wir haben das Seemonster besiegt. Und die Frage ist jetzt, hängt der Kapitän noch weiter hier draußen rum? Oder ist der jetzt, ich guck mal oben, ich versuche mein Glück mal oben. Weil ich meine, ich weiß ja nicht, er hat ja noch was vor, ne? Wahrscheinlich steht er draußen. Bei meinem Glück. Und? Ist er hier? Nee, hier ist er nicht, natürlich. Der steht weiterhin draußen und bereitet da den nächsten Teil vor. Ich würde jetzt super gerne in dieser Folge in diesem Park ankommen, weil ich mich darauf wirklich freue. Vergnügungspark, so ein alter Vergnügungspark und so stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Deshalb, ach, hier ist keine Tür. Deshalb möchte ich da so schnell wie möglich hin. Und ich möchte endlich vor diesem Schiff runter. Ich habe das Gefühl, ich bin schon... Lass sie mich mal... Nicht mehr durch, ey. Ich habe das Gefühl, ich bin schon ewig hier. Und es gibt irgendwie kein Entkommen. Wo ist der denn jetzt? Der hing doch vorhin noch hier vorne rum. Ist der oben? Sieht nicht so aus. Dann ist er irgendwo hin. Hoffe ich. Oder keine Ahnung, wohin der sich jetzt hier verzogen hat. Die laufen ganz aufgeregt umher, wie immer. Mein Gott, es hat nicht funktioniert. Ja, ich muss den Kapitän lernen. Wo treibt er sich denn wieder rum? Da ist er. Sitzt plötzlich im Boot. So, Kapitän, das Monster ist noch hier. Feigling. Kapitän, was machen Sie da? Eine Ablenkung für das Monster. Was für eine Ablenkung? Wovon reden Sie? Wir bauen ein Rettungsboot zu einem schwimmenden Köder um und lassen es zu Wasser. Das sollte die Aufmerksamkeit des Viehs von der Kristall ablenken. Ich repariere das Grammophon, Sie gehen das Licht holen. Schnell! Okay, bringen Sie dem Kapitän eine Lichtquelle. Leute, ich würde sagen, das war es jetzt doch für diese Folge. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir wieder irgendwie rumlaufen müssen und was für ihn holen müssen. Ich dachte, wir können jetzt echt los und sehen dann den wunderschönen Park, hoffentlich wunderschön. Das war es aber jetzt erstmal für diese Folge. Beim nächsten Mal besorgen wir dann eine Lichtquelle. Wer weiß, wo sich plötzlich wieder eine auftut. Wir werden es sehen. Vor allem, er sagt, er repariert das Grammophon. Ja, das macht er ganz toll, indem er da rumsitzt. Also, ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.